Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Heute werden wir versuchen, mal ein Löchlein zu graben. Und zwar da drüben, hier irgendwo rechts in der Wand, um uns ein kleines Versteck zu bauen. Und nicht wundern, vielleicht meine Stimme heute zwischendurch ein bisschen komisch, aber irgendwie Hals ist ein bisschen belegt. Hoffe, dass ich nicht krank werde. Deswegen, also ich versuche heute auch mal nicht so mega viel zu reden, sondern so ein bisschen so, ne, leicht und ganz locker, damit ich mal ein bisschen meine Stimme regeneriere. Ich müsste eigentlich nachher noch, oder was heißt ich müsste, ich wollte eigentlich nachher noch Elite Dangerous aufnehmen, aber momentan irgendwie glaube ich das nicht mehr. Da gehe ich lieber etwas früher heute ins Bettchen und schon meinen Hals. Und mir fällt gerade was auf, ich habe wieder einen Favor verbockt, ne? Jupp. Ich hätte beim Morning Roll Call hätte ich für jemanden eine Ablenkung machen sollen, habe ich vergessen. Shit. Aber heute Abend beim Evening Meal hat noch jemand einen schönen Favor? Nö. Gut, dann setzen wir uns einfach hin, essen und ja, komm, geh mir nicht auf den Sack. Ich hole mir schon mal meine Hake fürs Arbeiten. Fängt der gleich an. Stell mich schon mal direkt daneben. Boah, ich bin so ein tüchtiger Mensch. So, wo haben wir das nächste? Je schneller ich damit fertig bin, desto mehr Zeit habe ich zum Hacken. Boah, und wenn ich mich heute öfters mal räuspern muss, bitte seid mir nicht böse, aber geht gerade nicht anders. So. Jetzt brauche ich Poster und Spitzhacke. Oh, hoffentlich klappt das jetzt. Dann habe ich nämlich endlich mal ein Versteck. Und wie ich sehe, stimmt, da war noch eine Truhe drin. Das habe ich ganz vergessen. Scheiße! Habt ihr das? Wollte gerade sagen, Alter, was ist denn jetzt los? Da hat einer eben gerufen, da versucht gerade einer auszubrechen und dann kam der Guard. Das ist ja heftig. Das wusste ich nicht, dass sowas passieren kann. So. Was haben wir denn hier? Ein Fake Wall Block haben wir gefunden. Und, warte mal, kann ich hier eigentlich noch mehr reingraben? Kann ich. Die Wand kann ich tatsächlich noch einreißen. Dann kann ich mir hier noch ein bisschen mehr Stauraum machen. Ich weiß gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wie lange hält denn eigentlich meine Spitzhacke noch? Aber wie ihr seht, die ist schon kaputt. Naja, kann man nichts dran ändern. Hat mir gute Dienste erwiesen. Jetzt heißt's auf billigeres Zeug umsteigen, namentlich Plastikforks, also Gabeln. Aber ich gehe jetzt tatsächlich erstmal wieder ein bisschen trainieren, damit ich mehr Leute verkloppen kann. Ah, perfekt. Haben wir jetzt eh Exercise Period. Ach komm, aber dann muss ich da. Ach, scheiße, Moment, ich muss ja was ausprobieren. Haha. Oh Mann, wie soll ich denn Ablenkung machen? Wenn keiner hier ist. Okay, das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich muss doch jemanden verkloppen. Hallo? Geht doch. Nein! Und schon wieder ist meine wunderschöne Peitsche weg. Ah, da hätte ich dran denken müssen, nicht voll Spaß. Ah, das ärgert mich gerade unglaublich. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vor allem jetzt muss ich auch. Wie sehen meine Stats aus? Na, geht so. Hat sich jetzt nicht so viel getan. Trotzdem, Stats muss ich wieder aufarbeiten.
So. Und wieder ein bisschen Geschwindigkeit. Das dauert so lange. Moment, ich muss jetzt mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Man braucht vier Hüpfer, damit man eine einzige Speed bekommt. Das ist voll kacke. So. Bin ich schon wieder hundemüde. Ich gehe am besten mal kurz duschen. Ich habe noch so viel Freetime heute. Das muss ich ja irgendwie ausnutzen. Shit, und ich brauche eine neue Waffe. VIP wäre wahrscheinlich tatsächlich wieder das Einfachste. Wobei, ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld. Und ich glaube, Holz... Habe ich noch Holz? Ach nee, wisst ihr was? Was ich jetzt mal mache schnell. Ich lager mal meinen verbotenen Scheiß um. Nicht, dass der am Ende noch irgendwie wegkommt. Weil meine Zelle durchsucht wird. So. Und schon ist das Ding voll. Ist natürlich blöd, aber erstmal nicht zu ändern. Und nochmal Speed aufbauen. Was macht man als nächstes? Also ich würde sagen, das werde ich nicht heute tun, weil heute haben wir zu viel geschafft, aber morgen oder so werde ich mich nachts mal auf dem Dach umsehen. Also wir haben ja jetzt schon eine Leiter gefunden, beziehungsweise erobert, nenne ich es mal. Und dann schauen wir uns da mal um. Das wird bestimmt ganz aufschlussreich, wenn wir mal wissen, wie der ganze Scheiß von oben aussieht. So, Abendessen, muss ich da nicht auch eine Ablenkung machen? Weiß es gar nicht mehr, warte mal. Jupp. So. Lassen die mich jetzt in Ruhe? Ja, perfekt. Hat super funktioniert und wieder 67 Dollar auf dem Konto. Was müssen wir noch an Favors machen? Liam immer schon wieder verhauen und Super Glue für Isaiah. Habe ich sogar was am Start. Muss ich nur noch holen und abliefern. Wobei, brauche ich momentan Super Glue? Eigentlich nicht. Aber Isaiah ist ein Glatzi, das merke ich mir immer. So. Und fertig gearbeitet. Das ist Mike. Mist, von denen gibt es zwei von diesen alten, mittelalt aussehenden Männern. Das ist Isaiah. Viel Spaß damit. Und wieder ein bisschen Geld. So, und ich glaube, jetzt durchsuche ich noch ein bisschen die... Scheiße, zu spät. Die Desks, perfekt. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass ich nichts verstecken muss. Es wurde noch, glaube ich, kein Schreibtisch durchsucht. Ich muss mir das mal anschauen, was die da so... Aua. Was die da so stehen haben, morgens und nachmittags beim Roll Call. Aber ich glaube, dass es hier keine Durchsuchungen gibt. Komm, lass mich mal in Ruhe, Junge. Habt ihr nichts getan? Geht doch. Achso. Könnte sein, dass ich gerade seinen Desk durchsucht habe. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Könnte aber durchaus sein. Aber hier gibt's die Gegenstände, die ich brauche, die gibt's hier nie. Das nervt ein bisschen. Aber wie gesagt, nochmal zum Zurückkommen. Ich glaube, ich kann hier lagern drin, was ich will. Das interessiert sowieso keine Sau.
Muss ich mal tatsächlich mal gucken. Da muss ich nachher mal drauf achten. Und morgen früh, also beim nächsten Tag früh, ob da irgendwas steht von wegen Zellen durchsuchen und sowas. Mir ist das nicht aufgefallen. Und ich gehe mal schwer davon aus, wenn es mir nicht aufgefallen ist, ist es auch nicht da. So snobbig das sich jetzt anhört, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Hat irgendeiner noch was Gescheites zum Verkaufen? Nein. Favor, nur noch Liam zusammenkloppen. Dann hole ich mir mal 9. Bla bla bla. Sleeping Pills hole ich gerne zurück. Das heißt, ich muss jemanden verhauen. Du willst eine Tasse. Wobei Tassen habe ich noch ganz, ganz wenig bisher gesehen. Und Frühstück. Ablenkung. Officer Pierre. Kompschiff. Zusammenschlagen, Officer Pierre. Können wir mal machen. Dann erfahren wir nämlich auch, ob Officer Pierre einen Schlüssel dabei hat. Dürfte er eigentlich nicht, wenn ich das hier so richtig auf meiner Liste sehe. Der sollte eigentlich keinen haben. Sondern nur Erwin, Larsen und Greg. Ich habe mir das ja mal aufgeschrieben, wer bei dem Roll Call steht. Erwin, Larsen, Greg. Seht ihr? Bin ich ganz doof. So, und jetzt muss ich mal kurz auf die Konversation achten. Doch, Cell Search. Cell Search hat jemand gewonnen. Ist mir aber trotzdem noch nicht aufgefallen. Vor allem, es gibt ja nur 4 Zellen. Müsste ja relativ häufig vorkommen, dass man selbst halt durchsucht wird. Oder wenn mal 1, 2, 3, 4. Ja. Ich müsste eigentlich schon einmal durchsucht worden sein. Naja, gut. Aber ich würde mal sagen, ich schlafe jetzt mal hier schön und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.